Er war eine Stütze der Gesellschaft. Doch Dr. Harold Shipman war auch ein bestialischer Serienmörder. Als 25-Jähriger hat er seinen ersten Mord begangen. Erst 27 Jahre später kamen seine Taten ans Licht. Bis dahin sind ihm 250 Menschen zum Opfer gefallen. Er sagte, wie schlimm soll's denn sein? Sie wird die Praxis nur im Sarg verlassen. Die Einwohner der Kleinstadt Hyde waren völlig geschockt, als seine schrecklichen Taten ans Licht kamen. Sie beschuldigten ihn des Mordes an meiner Mutter. Um den Serienmörder zu überführen, musste die Polizei seine Opfer exhumieren. Man konnte es deutlich riechen. Die Leichen ließen keine Fragen mehr offen. Er war nicht so schlau, wie er dachte. Er konnte sich nicht mehr rausreden. Aus dem Gefängnis schrieb Shipman dann Briefe. Er sagte, der Ermittler sei egoistisch und wolle sich nur wichtig machen. Dies ist die Geschichte des schrecklichsten Serienmörders Großbritanniens. Seine Taten blieben fast 3 Jahrzehnte unentdeckt. Dr. Harold Shipman war bei seinen Patienten sehr beliebt. Doch er missbrauchte ihr Vertrauen und tötete viele von ihnen. Ich würde ihn als Raubtier bezeichnen. Er hat auf die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft Jagd gemacht. 1977 stieg Shipman als Hausarzt in eine Gemeinschaftspraxis in Hyde ein. Und schon bald hatte er eine umfangreiche Patientenkartei. Alle wollten von ihm behandelt werden. Jeder hielt ihn für einen ganz wundervollen Arzt. Er machte einen fürsorglichen Eindruck, lachte und scherzte mit den Leuten. Tag und Nacht war er für sie erreichbar und immer da. Seine Patienten waren ihm treu. Ich erinnere mich, dass eine meiner Kolleginnen einmal für ihn die Vertretung übernahm und keine Patienten kamen. Sie wollten lieber die 2 Wochen warten, bis er wieder zurück war, um von ihm behandelt zu werden. Das Verhältnis zu seinen Kollegen war lange nicht so gut. Er hatte eine sehr herablassende Art, tat die Meinung anderer als wertlos ab. Es machte ihm besonders viel Spaß, die Vertreter der Pharmafirmen fast zum Heulen zu bringen. Schon bevor Shipman nach Hyde kam, hatte er mehrere Morde begangen. Doch hier tötete er auf eine Art, die so gut wie nicht nachzuweisen war. Er suchte sich die Schwächsten aus, die meistens allein lebten. Er spritzte seinen Opfern Diamorphin, das er sich mit Hilfe von gefälschten Rezepten verschaffte. Doch er fand noch eine andere Möglichkeit, an das Medikament zu kommen. Über Patienten, die es regulär verschrieben bekommen hatten. Er verschrieb den Patienten mehr, als sie benötigten, und behielt den Rest für sich. Er holte alles von der Apotheke ab, brachte einen Teil bei den Patienten vorbei und stahl den Rest. Shipman war auch immer derjenige, der den Totenschein ausstellte. Er änderte nachträglich die Patientenakten, um die Todesursache zu belegen. Dann ließ er die Opfer einäschern, damit man die Morphiumvergiftung nicht mehr nachweisen konnte. Ich finde sein Verhalten und alles, was man jetzt über seine Taten weiß, unfassbar. Das geht gegen jegliche Ethik und Moral, für die der Arztberuf steht. Shipman war akribisch darauf bedacht, seine Spuren zu verwischen. Doch er machte auch Fehler. Es gab sogar offizielle Beschwerden gegen ihn. 1985 stellte er eine Fehldiagnose. Der Patient wandte sich an die Ärztekammer, die den Fall aber nicht weiter untersuchte. 1989 wurde ein Verfahren wegen Fahrlässigkeit gegen die Zahlung einer 6-stelligen Summe eingestellt. In den 1980ern gab es in Großbritannien keine zentrale Institution, die solchen Fällen nachging. Dadurch fiel Shipman nicht auf. Dieses System schützte den Arzt, aber nicht den Patienten.
Shipman tötete unzählige Patienten, während er in Hyde praktizierte. Manchmal sogar mehrere aus der gleichen Straße. Im Wohnblock Chartist House waren es 7. In der Garden Street sogar 9. Und auch am Ogden Court waren insgesamt 9 Opfer zu beklagen. Es gab tatsächlich einige Fälle, in denen er bei seinen Taten von Familienmitgliedern oder Freunden der Opfer überrascht wurde. Doch er fand immer eine Ausrede und behauptete, die Opfer hätten ihn in der Praxis angerufen, weil es ihnen schlecht ging. 1990 wollten die übrigen Ärzte der Gemeinschaftspraxis ein paar Änderungen einführen. Er hatte ganz bestimmte Vorstellungen, wie die Praxis geführt werden sollte, die denen der anderen widersprachen. Also wollte er lieber allein weitermachen. Seine Partner strebten eine engere Zusammenarbeit an und wollten ein computerbasiertes System. Der Bestand an Medikamenten sollte auch erfasst werden. Shipman behauptete, Angebote anderer Praxen zu haben und deshalb gehen zu wollen. Tatsächlich wollte er sich in Hyde selbstständig machen und seine Patienten mitnehmen. Er hinterließ der Praxis eine Menge finanzieller Verpflichtungen, ohne sich darum zu kümmern. Seine Nachfolger nahmen ihm das übel. Im Spätsommer 1992 feierte Shipman die Eröffnung seiner neuen eigenen Praxis in der Market Street Nummer 21. Die Lokalpresse berichtete darüber und druckte ein Bild von ihm mit seiner jüngsten und ältesten Patientin ab. Nun hatte er alles, was er sich immer erträumt hatte. Seine eigene Praxis, seine eigenen Patienten, eine Familie und die Möglichkeit, ungehindert zu morden, sogar in seinen eigenen Praxisräumen. Ich sehe sie noch da liegen, weiß noch genau, was sie trug. Ich hatte das eigenartige Gefühl, sie nicht allein lassen zu wollen. Als er die Praxis eröffnete, war Shipman 46 Jahre alt und ein sehr angesehener Arzt. Mit seiner 3 Jahre jüngeren Frau Primrose hatte er 4 Kinder. Sie lebten seit 15 Jahren in Hyde und Shipman hielt strikt an seiner Routine fest, sowohl bei der Arbeit als auch daheim. Jeden Abend punkt 6 verließ er die Praxis und fuhr zu seiner Familie nach Hause. Täglich kochte Primrose das Abendessen. Er setzte sich an den Tisch, ohne ihr einen Kuss zu geben. Über die Jahre hatte er einiges Geld angelegt und verbrachte nun die meisten Abende damit, im Wirtschaftsteil der Zeitung die Kurse seiner Aktien zu überprüfen. Als die Kinder noch kleiner waren, fuhren die Shipmans oft nach Südfrankreich in den Urlaub. Primrose und Harold hatten sich in die Gegend verliebt und er träumte davon, dort eines Tages einen Weinberg zu kaufen. Die Realität zu Hause sah ganz anders aus. Primrose hatte das einst prunkvolle Haus vollkommen herunterkommen lassen. Einer der Polizisten, die das Haus durchsuchten, war erstaunt. Man blieb mit den Schuhen am Teppich kleben, so schmutzig war es da. Ein derart vernachlässigtes Haus würde man bei einem Arzt nicht erwarten. 1994 hatte Shipman 3.124 Patienten in seiner Kartei. Ich glaube, er hat das vollständig ausgenutzt. 3.500 Patienten für einen einzigen Arzt, mehr geht sicher nicht. Damals hing die Bezahlung vor allem von der Zahl der Patienten ab. Gut ein Jahr nach der Eröffnung seiner eigenen Praxis hatte er schon wieder 16 Menschen getötet. Im Juni 1994 fiel ihm Alice Kitchen zum Opfer. Alice wohnte seit den 1950ern in Hyde. Die 66-Jährige hatte in ihrem Leben mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie kam aus dem Bezirk Tipperary in Irland. Damals kamen viele Iren auf der Suche nach Arbeit hierher. Sie erfreute sich nicht immer bester Gesundheit. Mein Vater war Alkoholiker und oft brutal zu ihr. Das machte sie krank. Aber sie hat es immer geschafft, die Familie zusammenzuhalten.
Wie viele ältere Menschen war auch sie für die Geduld ihres Hausarztes sehr dankbar und vertraute ihm blind. Sie hielt ihn für einen herausragenden Arzt. Unsere ganze Familie ging zu ihm, schon seit wir Kinder waren. Wir kannten ihn gut. Im Juni 1994 erholte sich Alice zu Hause von einer Unterleibsoperation. Sie hatte eine Hysterektomie und ihre Genesung verlief komplikationslos. Sie war ja stark. Wir dachten, sie würde wieder ganz gesund. Am 17. Juni erhielt ihr Sohn Joe die schreckliche Nachricht von ihrem plötzlichen Tod. Ich war zu Hause. Meine Schwester war zu Besuch, als mein Bruder anrief. Er sagte, ihr müsst herkommen, es geht um Mutter. Seine Stimme verriet, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Als Joe bei seiner Mutter ankam, sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Wir kamen an und sahen unsere tote Mutter. Sie sah aus, als würde sie ganz normal auf dem Sofa sitzen. Sie war nur leicht zur Seite geneigt. Mein Bruder erzählte, er sei von der Arbeit gekommen und hätte sie hier gefunden. Dann rief er den Krankenwagen. Wir waren am Boden zerstört. Es ging ihr doch gut. Schon bald fiel Joe und seinen Geschwistern auf, dass Dr. Shipman Alice vor ihrem Tod noch behandelt hatte. Auf dem Kaminsims lag eine Nachricht von Shipman. Dort stand, dass er unsere Mutter ein paar Stunden früher besucht hatte. Trotz eines Schlaganfalls hatte sie sich geweigert, ins Krankenhaus zu gehen. Sie wollte lieber auf meinen Bruder warten. Wir sollten ihn anrufen. Joes Bruder rief sofort in der Praxis an. Als Shipman kurz darauf bei der Familie eintraf, erklärte er, Alice hätte ihn angerufen, weil sie sich unwohl fühlte. Also hatte er sie zu Hause aufgesucht. Als Joe ihn auf die irritierende Nachricht ansprach, reagierte er abweisend. Ich war sehr verärgert, weil er nichts getan hatte. Er hätte sie ins Krankenhaus bringen müssen. Ich fragte, warum er nicht darauf bestanden hatte. Sie könnte noch unter uns sein. Joes Familie stand unter Schock, aber sie mussten auch die Beerdigung vorbereiten. Gegen Shipmans Rat wollten sie eine Erdbestattung für Alice. Er schlug vor, sie einäschern zu lassen, aber wir lehnten das ab. Sie war zwar nicht katholisch, aber trotzdem hätte sie das nicht gewollt. Also entschieden wir uns gegen eine Feuerbestattung. Später am Abend trafen wir uns, um gemeinsam unserer Mutter zu gedenken. Die Kitchens waren zwar etwas misstrauisch, aber am Ende glaubten sie dem Arzt, wie man das üblicherweise tut. Mit dem Mord an Alice Kitchen änderte Shipman seine Methode. Bisher war er immer bei den Opfern geblieben, bis sie wirklich tot waren. Alice hatte er die tödliche Spritze verabreicht und war dann gegangen. Er wurde immer schamloser. In immer kürzeren Abständen tötete er seine Patienten. 1995 waren es schon 28 Opfer. Und im Jahr darauf sogar 30. Je mehr er mordete, umso unverschämter und schamloser wurde er. Dann begann er sogar in seiner eigenen Praxis zu töten. Bei Freunden und Familie war die 72-jährige Edith Brady sehr beliebt. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die in Hyde jeder kannte. Oh, she was the best. Sie war toll. The very, very best. Immer so lustig. She was fun. She liked sie scherzte gern. Ihr Lachen war ansteckend. Wenn wir sie veräppelt hatten, nannte sie uns Schlawiner. She's like my second mom. Sie war wie meine zweite Mutter. Ich vermisse sie. Wie viele ihrer Freunde verehrte sie Dr. Shipman und suchte ihn mehrmals pro Woche auf. Sie mochte ihn und sprach nur gut über ihn. Sie hielten ihn für das Nonplusultra. Die Leute fanden ihn großartig. Zur Tagesplanung meiner Oma gehörte immer der Arztbesuch, noch vorm Einkauf. Dabei ging es nicht immer um gesundheitliche Fragen.
Wenn sie mich anrief und ich fragte, was los sei, sagte sie nur, sie müsse mal bei Shippy vorbeigehen. So nannte sie ihn. Sie hatte immer irgendwas, jeden Tag. Mal das Knie, obwohl sie laufen konnte, mal etwas anderes. Außer mit dem Knie ging es ihr eigentlich gut, aber sie fand immer was Neues und ging damit wieder zum Arzt. Ihre zahlreichen Besuche schienen Shipman zu nerven. Er war kurz angebunden und sie beschwerte sich, dass er schlecht gelaunt war. Sie wollte ihm das beim nächsten Besuch noch sagen. Es war der Ton, in dem er mit ihr sprach, wenn er gereizt war. Dann nannte sie ihn einen schlecht gelaunten Blödmann. Am 13. Mai 1996 verließ Edith ihr Haus, um einen 10-Uhr-Termin bei Shipman wahrzunehmen. Es sollte ihr letzter Arztbesuch werden. Shipman konnte meine Mutter nicht erreichen, also versuchte er es bei meinem Vater. Er meinte, Mrs. Brady ist in der Praxis. Es geht ihr nicht gut. Mein Vater fragte, wie schlimm ist es? Und Shipman sagte nur, wie schlimm soll es denn sein? Sie wird die Praxis nur im Sarg verlassen. Wie kann man nur so kalt sein? Schrecklich, sowas zu sagen. Pam und ihr Mann fuhren gleich zur Praxis. Shipman war sehr distanziert. Er behandelte völlig ungerührt seine Patienten, während im Nebenraum die tote Edith lag. Sie lag auf dieser Liege und hatte ihre Kleidung an. Sie trug noch Schuhe und ihre grüne Jacke hing über dem Stuhl. Ich streichelte ihre Arme und Shipman ließ uns allein. Er sagte, er müsse schnell nach einem anderen Patienten sehen. Plötzlich glaubte Pam, ihre Mutter würde noch leben. Doch Shipman reagierte nicht etwa erfreut, sondern panisch. Ich dachte, sie hätte sich bewegt. Er stieß mich zur Seite und sagte, oh nein, bitte nicht. Er fühlte ihren Puls und kontrollierte ihre Augen und war dann erleichtert, dass sie tot war. Dann ging ich zu ihr rüber. Ich sehe sie noch da liegen, weiß noch genau, was sie trug. Ich hatte das eigenartige Gefühl, sie nicht allein lassen zu wollen. Shipman tötete 6 Mal in seiner eigenen Praxis. Doch auch das hat niemanden alarmiert. Ein Todesfall in der Praxis ist etwas sehr Ungewöhnliches. Das würde man mit seinen Kollegen besprechen. Man wäre geschockt und aufgewühlt. Ich habe in meiner 30-jährigen Karriere vielleicht einen oder zwei solcher Fälle gesehen. Shipman sagte, Edith Brady sei an einem Herzinfarkt gestorben. Aber es gab keine Anzeichen, dass er versucht hatte, sie wiederzubeleben. Arzthelferinnen und sogar die Person am Empfang können reanimieren. Sonst ruft man jemanden zu Hilfe und beginnt mit der Wiederbelebung. Und in der Zwischenzeit ruft jemand den Krankenwagen. Wie bei allen seinen Opfern stellte Shipman auch den Totenschein für Edith Brady aus. Um seine Spuren zu verwischen, sorgte er außerdem dafür, dass das Opfer eingeäschert wurde. Rückwirkend änderte er die Patientenakten, um die Todesursache zu fälschen. Der unverfrorene Lügner wurde weder von Patienten noch von seinen Mitarbeitern in Frage gestellt. Seitdem Shipman 1992 seine eigene Praxis eröffnet hatte, wurden seine Morde immer dreister. In manchen Fällen tötete er sogar mehrere Mitglieder einer Familie. 1978 hatte er Sarah Marshland umgebracht und war dabei fast von ihrer Tochter Irene Chapman überrascht worden. 20 Jahre später würde ihm auch Irene zum Opfer fallen. I got a phone call from my wife. Meine Frau rief mich an
und sagte, dass man Irene in ihrem Haus in der Clarendon Road tot aufgefunden hatte. Sie sagte, Tante Irene sei an einem Herzinfarkt gestorben. Roy ging sofort zu Irene und war überrascht, wen er dort antraf. Ich klopfte an die Tür und Primrose, Shipmans Frau, öffnete mir. Ich ging ins Wohnzimmer, wo ich Irene auf dem Sofa vorfand. Ich war vollkommen überrascht, Primrose dort zu treffen. Ich hatte ja Shipman erwartet. In meiner 30-jährigen Tätigkeit als Ärztin habe ich nie jemanden tot zu Hause vorgefunden. In einem solchen Fall würde man den Krankenwagen rufen. Und wenn der Tod unerwartet war, auch die Polizei. Primrose sagte Roy, dass Shipman gleich mit Irenes Patientenakte zurückkommen würde. Als Shipman zurückkam, bat ich ihn um eine Obduktion. Aber er meinte, das sei nicht nötig. Er hätte ja die Patientenakte dabei, mit der er vor meinen Augen rumwedelte. Und die würden beweisen, dass es die vielen Zigaretten waren. Irene hat etwa 40 Zigaretten pro Tag geraucht. Irenes Handtasche steckte in der Seite des Sofas. Später bemerkte Roy, dass zwei ihrer Ringe fehlten. Shipman hatte es wieder geschafft, die Familie des Opfers zur Einäscherung zu überreden. Doch allmählich wurden die Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens wegen der vielen Toten misstrauisch. Sie kontaktierten die Ärzte des Brook Medical Centers, weil diese meist den Totenschein und Bestattungswünsche Shipmans gegenzeichneten. Eines Tages ging ich zum Bestattungsunternehmen wegen eines Gutachtens für eine von Shipmans Leichen. Der Bestatter sagte, er sei froh, mit mir sprechen zu können, denn er habe Bedenken wegen Shipman. Er fürchtete, dass er seine Patienten umbringt. Ich fragte, wie kommen Sie denn darauf? Er erklärte mir, dass die meisten Leichen, die sie von zu Hause abholen, im Schlafanzug im Bett liegen. Das sei normal. Aber Shipmans Patienten würden meistens ganz normal gekleidet in einem Sessel sitzen. Die Ärzte in der Gemeinschaftspraxis hielten das für eine unerhörte Anschuldigung. Man muss bedenken, dass damals keiner von uns so etwas überhaupt für möglich hielt. Es musste eine vernünftige Erklärung dafür geben. Er ist schließlich ein hoch angesehener Arzt und würde niemals seine Patienten töten. Aber wir konnten diese Information natürlich nicht ignorieren. Wir mussten irgendwie darauf reagieren und hielten den Untersuchungsrichter für die beste Anlaufstelle. Am 24. März 1998 verständigten Dr. Booth und ihre Kollegen den Untersuchungsrichter. Dieser nahm die Vorwürfe ernst und schaltete die Polizei ein. Als die Polizei die Ermittlungen aufnahm, lag gerade eine von Shipmans Leichen beim Bestatter. Man hätte also eine Obduktion vornehmen können. Ich weiß nicht, warum das nicht geschehen ist. Sie suchten nur oberflächlich und fanden, dass sich weitere Untersuchungen nicht lohnten. 3 Wochen, nachdem die Ermittlungen begonnen hatten, wurden sie schon wieder eingestellt. Zu Beginn der Ermittlungen war es einfach schwierig, über die Glaubwürdigkeit hinwegzusehen, die ein Arzt besitzt. Niemand hielt es für möglich, dass ein Arzt Menschen umbringt. So konnte Shipman 3 weitere Male morden. Im Mai tötete er Winifred Meller. Als Katholikin wurde sie von ihrer Familie nicht eingeäschert, sondern erdbestattet. Im Juni fiel ihm Joan Melia zum Opfer. Auch sie war katholisch und wurde nicht eingeäschert. Shipman nahm ein hohes Risiko in Kauf. Während er bisher meist die Einäscherung durchgesetzt hatte, konnte man ihm nun seine Taten durch eine Exhumierung nachweisen.
Sein letztes Opfer war Kathleen Grundy. Sie war zwar nicht katholisch, hatte sich aber vor ihrem Tod gegen eine Einäscherung entschieden. Shipmans Mord an ihr sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden. Ich war auf der Arbeit. Da rief mich die Polizei an und teilte mir mit, meine Mutter sei gestorben. Shipman erklärte den Woodruffs, Kathleen sei an Altersschwäche gestorben. Wir fanden das sonderbar, aber er hatte sie ja untersucht und wusste es wahrscheinlich besser als wir. Er lehnte eine Obduktion ab, um uns die Unannehmlichkeiten zu ersparen. Also haben die Woodruffs um ihre Mutter getrauert und sie begraben. 3 Wochen nach dem Tod ihrer Mutter bekam Angela Woodruff jedoch einen Schreck, als ihr das Testament zugestellt wurde. Da stand, sie wolle alles Shipman vererben. Wenn man Kathleen und das Verhältnis zu ihrer Familie kannte, war das einfach äußerst unwahrscheinlich. Die Woodruffs waren überzeugt, dass hier Urkundenfälschung vorlag und wandten sich an die Polizei. Betrug in Zusammenhang mit einem Testament ist nur wirksam, wenn die Person auch stirbt. Die vorliegenden Fakten reichten den Ermittlern aus, eine Exhumierung des möglichen Opfers anzuordnen. Am frühen Morgen des 1. August, wenige Wochen nach ihrer Beerdigung, wurde über dem Grab Kathleen Grundys ein weißes Zelt zum Schutz aufgestellt. Ich hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Ich bin zwar einiges gewohnt, aber bin eben auch nur ein Mensch. Also versuchte ich, so rücksichtsvoll wie möglich vorzugehen. Wir waren für die Exhumierung, obwohl es natürlich unangenehm war. Auch weil die Polizei uns vorher erklärt hat, was sie tun würden. Wir hofften auf die toxikologischen Tests. Zur gleichen Zeit durchsuchten die Beamten Shipmans Wohnung und seine Praxis. Er sollte keine Möglichkeit bekommen, Beweise zu vernichten. Als sie eintrafen, war er bereits in seiner Praxis. Bereitwillig zeigte er ihnen eine alte Schreibmaschine in seinem Schrank. Er behauptete, Kathleen Grundy hätte sich die Schreibmaschine mehrfach von ihm geliehen. Er konnte aber nicht erklären, wann er sie zurückbekommen hatte, wenn das überhaupt stimmte. In Shipmans Haus fanden die Polizisten eine Sammlung verschiedener Schmuckstücke. Und dann machten sie eine besonders aufschlussreiche Entdeckung. Wir fanden Salben und Medikamente und sogar Diamorphin-Ampullen. Außerdem stellten die Ermittler in der Garage die Unterlagen von 150 ehemaligen Patienten sicher. Auf einigen war mit rotem Filzstift Tod geschrieben. Da dachte ich mir schon, dass das nur der Anfang ist und wir noch mehr herausfinden würden. Ein paar Tage später kam die Analyse von Kathleen Grundys Gewebeproben zurück. Das forensische Labor konnte bestätigen, dass in Kathleens Leiche hohe Mengen Morphium gefunden wurden. Am 7. September 1998 wurde Harold Shipman verhaftet und wegen Mordes an Kathleen Grundy verhört. Ich konnte es nicht glauben. Ich schickte ihm sogar eine Karte und sagte ihm unsere Unterstützung zu. Wie dumm, dass wir nicht früher was gemerkt haben. Hätte er das Testament nicht gefälscht, hätten wir wahrscheinlich nichts unternommen. Wir fragten uns alle, ob wir nicht mehr hätten tun können. Besser, wir hätten uns mehr gekümmert und nachgefragt. Ich war ziemlich schockiert. Mir wurde langsam klar, dass meine Mutter wohl auch eines seiner Opfer war. Die Ermittler mussten jeden einzelnen Todesfall unter Shipmans Patienten untersuchen. Die Ergebnisse hinterließen im Städtchen Hyde tiefe Spuren. Bernard Postles rief uns an. Er leitete die Untersuchungen und bat uns, an einem Treffen teilzunehmen.
Ich erinnere mich genau an die Einsatzzentrale. Wir liefen rum und überall standen große weiße Wände, an denen lange Namenslisten hingen. Wie sollten wir das schaffen? Zu jedem der Opfer gehörte ja nicht nur ein Angehöriger, sondern ganze Familien mit 5 oder 10 Leuten. Durchschnittlich werden in Großbritannien pro Jahr 3 bis 4 Exhumierungen durchgeführt. Zwischen August und Dezember 1998 waren es 9. Alle in Hyde. Alles Patienten von Harold Shipman. Das waren große Strapazen für mich. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Am 22. September wurde Winifred Mellers Leiche exhumiert. Ich glaube, ich war 7 oder 8 Mal dabei. Man kann sich zwar daran gewöhnen, um 3 oder 4 Uhr nachts auf den Beinen zu sein, aber in einer kalten Winternacht auf dem Friedhof Leichen zu exhumieren, erschüttert einen zutiefst. Es war schrecklich. Vor allem, weil man es deutlich riechen konnte. Alle 9 potenziellen Opfer wurden ausgegraben. Gewebeproben wurden entnommen. Danach bestattete man die Opfer erneut. Darunter auch Alice Kitchen. Ich hatte gehofft, sie sei eines natürlichen Todes gestorben und kein Mordopfer. Dann hätten wir die Totenruhe umsonst gestört. Doch sie sagten, sie hätten Morphium im Körper meiner Mutter gefunden. Sie würden wegen Mordes ermitteln. Doch der Nachweis von Morphium reichte nicht für eine Verurteilung. Dafür brauchte die Polizei noch mehr Beweise. Wir entdeckten, dass Shipman einige der Papierakten gefälscht hatte und vermuteten, dass er das auch mit den Aufzeichnungen im PC getan hatte. Shipman war kein Computerexperte und wusste nicht, dass seine Festplatte jede Änderung genau aufzeichnete. Die Polizei war besonders an den Dateien zu Winifred Meller interessiert. Es gab keinen Zweifel, dass wir im Fall Winifred Meller die besten Beweise gegen Shipman hatten. Ich bat die Beamten, die das Verhör durchführten, sich zuerst darauf zu konzentrieren. Am 5. Oktober 1998 saß Shipman in Untersuchungshaft und wurde erneut von der Polizei verhört. Mir war aufgefallen, dass er sich unwohl fühlte, wenn er von Frauen befragt wurde. Er hatte keine Achtung vor ihnen. Insbesondere, weil ja die meisten seiner Opfer weiblich waren. Also beschloss ich, ihn mit einer Frau zu konfrontieren. Das Verhör wurde von einem Mann und einer Frau durchgeführt. Ziel der Ermittlung war das Eingeständnis Shipmans, die alleinige Kontrolle über die digitalen Patientendaten zu besitzen. Die Originalaufnahmen des Verhörs legen offen, wie ihnen das gelungen ist. Sie sagten, Sie gingen zurück zum Haus von Frau Meller. Dort haben Sie sie gegen 6.15 Uhr tot aufgefunden. Warum steht das nicht in der Akte? Ich ging nicht zurück, ich ging zum ersten Mal hin und fand sie tot. In diesem Fall gab es nicht nur eine schriftliche Notiz, sondern auch einen Computereintrag. Ja. Wann wurden diese Einträge gemacht? Am nächsten Tag, also am 12. Mai 98, der letzte Eintrag. Dort steht, siehe Eintrag Nummer 9. Ich musste das Todesdatum korrigieren, weil die Maschine hatte das Datum auf den 12. gesetzt. Sie haben das Datum auf den 11.05. korrigiert?
Ja, weil sie am 11. gestorben ist, obwohl die Maschine den 12. anzeigt. Dann legten sie ihm die Beweise der IT-Spezialisten vor. Damit konnten sie zeigen, dass der Eintrag von einem anderen Tag stammte, als er ausgesagt hatte. Ich lege es hier in die Mitte, damit Ihr Verteidiger mit reinsehen kann. Es ist Beweisstück JFA42. Es ist eine Einfügung. Ihr Computer hat ein Ghost-Image, das aufzeichnet, wann etwas hinzugefügt oder gelöscht wird. Ich kann mich nicht erinnern, das eingegeben zu haben. Es ist Ihr Passwort und Ihr Name. Ich kann mich nicht erinnern. Als er begriff, was wir in der Hand hatten, wurde er ganz still. Als Shipman wieder in seine Zelle gebracht wurde, brach er zusammen. Ein Psychiater wurde hinzugezogen. Er sollte untersuchen, ob der Verdächtige weiterhin vernehmungsfähig war. Aber Shipman hatte sich wieder unter Kontrolle. Er war ruhig und gefasst. Er war mir gegenüber nicht arrogant, aber sehr beherrscht. Seine Antworten waren wohl überlegt und kalkuliert. Er hat zwar alle Fragen beantwortet, war aber immer darauf bedacht, nichts preiszugeben. Er war ein intelligenter Mann. Shipman konnte also zu den weiteren Morden verhört werden. Briefe, die er aus seiner Zelle schrieb, belegen, wie sehr seine Haltung von Verachtung und Hochmut geprägt war. Am 22. Februar 1999 wurde Shipman schließlich wegen des Mordes an 15 Frauen angeklagt. Wir sahen zunächst keinen Grund zu glauben, dass an den Anschuldigungen gegen ihn irgendetwas dran war. Der Prozess begann erst 8 Monate später. Währenddessen schrieb Shipman Dutzende Briefe an eine alte Freundin aus Hyde. Sie gehörte zu den vielen Menschen, die an seine Unschuld glaubten. Sie schrieben sich mehrere Briefe. In den ersten Wochen im Gefängnis klangen Shipmans Briefe arrogant. Er zeigte keine Reue. Heute war ein Psychiater hier. Wir haben uns einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Er kommt Montag wieder. Das wird ein Spaß. Nachdem er Weihnachten im Gefängnis verbringen musste, verschlechterte sich seine Stimmung und im Januar klangen die Briefe hoffnungslos. Er schien immer frustrierter zu werden. Die Dinge liefen nicht, wie er es wollte. Das belastete ihn. Je näher der Prozess rückte, umso deutlicher formulierte Shipman seinen Zorn gegen die Polizei. Er sagte, der Ermittler sei egoistisch und wolle sich nur wichtig machen. Am 5. Oktober 1999 begann der Prozess gegen Shipman am Preston Crown Gericht. Ihm wurden 15-facher Mord und Betrug vorgeworfen. An die Fahrt vom Gefängnis zum Gericht wird Harold Shipman sich in den nächsten Monaten gewöhnen. Viele fühlten Genugtuung, als Shipman endlich zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Prozess dauerte 3 Monate. Am 31. Januar 2000 wurde Shipman in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Ich hatte gemischte Gefühle. Natürlich war ich froh, dass er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Aber gleichzeitig war ich bestürzt, denn das bedeutete, dass es wirklich geschehen war. Der Richter las alle Namen der 15 Opfer vor. Es war unfassbar. Ich hatte noch nie so etwas Schreckliches gehört.
Die stärksten Reaktionen auf das Urteil kamen von den Plätzen fürs Publikum. Dort saßen die Familien. Man konnte ihre Erleichterung förmlich spüren. Wir atmeten auf. Endlich hatten wir Gerechtigkeit. Die Hinterbliebenen der Opfer können das Gericht heute in dem Wissen verlassen, dass der gefährlichste Mann des letzten Jahrhunderts nicht mehr frei herumläuft. Leider macht das weder meine Mutter noch die anderen Opfer wieder lebendig. Shipman bekam lebenslänglich. Doch er gestand seine Verbrechen immer noch nicht. Da hat er offensichtlich das Urteil bekommen. 6 Wochen später erwähnt er, dass er innerhalb von 4 Wochen Berufung einlegen muss. Die Geschworenen hatten alle Aussagen gehört und einstimmig entschieden, dass er schuldig ist. Ich sagte ihr, was auch immer er dir erzählt hat, es sind nur Lügen. Er ist schuldig. Shipman hat niemals Berufung eingelegt. Er verbüßte seine Strafe zunächst im Gefängnis Strangeways. Im Mai 2003 wurde er ins Wakefield-Gefängnis verlegt. Dort studierte er Geschichte und behandelte die Mithäftlinge. Doch einen Mord sollte er noch ausführen. Seinen eigenen. Er wusste, dass er am Ende war. Am 13. Januar 2004, kurz nach 6 Uhr morgens, war Harold Shipman tot. Fast 4 Jahre nach seiner Verurteilung knotete er eine Schlinge aus seiner zerrissenen Bettwäsche und erhängte sich am Gitter des Zellenfensters. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass er sich erhängt hat. Ich konnte es nicht glauben. Er hat sich wieder aus der Verantwortung gestohlen. Ich wollte, dass er im Gefängnis verreckt. Er hat es bis zum Schluss bestritten. Und dann hat er sein Wissen einfach mit in den Tod genommen. Es gab Zeiten, da fühlte er sich als das Opfer. Er hielt die Reaktion der Gesellschaft für intolerant und ungerecht. Ihm fehlte es an Verständnis für seine Intelligenz und seine überlegenen Fähigkeiten. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass Shipman mindestens 250 Menschen getötet hat. Er hat weder Reue noch Empathie mit den Opfern gezeigt. Er hat sie getötet, ohne sich je damit auseinanderzusetzen. Ein Jahr nach Shipmans Verurteilung begann man mit einer breit angelegten öffentlichen Untersuchung mit dem Ziel, Patienten in Zukunft besser vor gefährlichen Ärzten zu schützen. Es gab viele Empfehlungen, die Zurechnungsfähigkeit von Ärzten zu überprüfen. Doch es besteht die Gefahr, dass ein zweiter Shipman unerkannt morden könnte. Sowas kann auch heute noch passieren. Trotz der vielen Diskussionen und Berichte. Unser Rechtssystem sieht nicht bei jedem Toten toxikologische Tests vor. Das ist nicht mal bei jeder Autopsie der Fall. Es gab eine öffentliche Untersuchung, aufgrund derer viele Empfehlungen ausgesprochen wurden. Dennoch kann so etwas wieder passieren.